Herzlich willkommen bei den Erfolgsgeschichten von Digistore24. Mein Name ist Claudio Marinov und ich spreche heute mit Maxim Mankiewicz über seinen persönlichen Erfolgsweg und darüber, wie es möglich ist, ein Coaching-Business im Internet aufzubauen. Maxim Mankiewicz ist Experte für Erfolgswissen. Als gefragter Speaker und über sein innovatives Online-Master-Coaching-Programm hilft er Menschen dazu, im Leben über sich hinauszuwachsen. Bei Digistore24 ist er seit Anfang 2018 erfolgreich unterwegs. Maxim, schön, dass du da bist. Hallo Claudio, danke schön für die Einladung. Gern geschehen. Ja, gleich mal eine Frage zum Einstieg. Einstein, Mozart, Da Vinci. Von welcher dieser Persönlichkeiten kann man eigentlich für sein Online-Business das meiste lernen? Oh, fürs Online-Business sogar, okay. Leonardo ist zumindest mein persönlicher Vorbild, Mentor, geistiger Ursprungsvater, ein Mann, der sehr vielseitig war. Und ich denke, wenn es da draußen Trainer, Coaches, Redner gibt, die im Leben vorankommen möchten, dann können sie vor allem von vielen Altmeistern lernen. Aber mein absolutes Vorbild ist Leonardo. Und daher würde ich ihm sehr, sehr schnell wählen, klar. Super. Gibt es eine Lektion, die du vielleicht spezifizieren kannst, die einfach bei dir hängen geblieben ist, also die dich besonders vorangebracht hat, wo du sagst, er ist quasi dein geistiger... Okay. Also wenn ich darauf eingehen kann, könnte ich jetzt wahrscheinlich aus dem Kopf 17 Stories rauspacken, die außergewöhnlich waren. Nehmen wir mal eins, zwei. Es gab ja die großen Meister unserer heutigen Zeit und dazu gehört Tony Buzan, der sowas wie einen Weiterbildungs-Oscar gewonnen hat, jetzt auch in Deutschland. Vor 2, 3 Jahren durfte ich ihm die Hand schütteln. Und der Mann ist jenseits der 70, hat ja auch die Mindmap erfunden, die jeder kennt heutzutage. Und der hat sich mit ein paar sehr, sehr klugen Menschen vor 10, 15 Jahren zusammengetroffen. Und dann haben sie da Wirtschaftsprofessoren, Nobelpreisträger zusammengetrommelt, also richtig kluge Menschen unserer Zeit, und haben so eine Top 10 der größten Genies aller Zeiten erstellt. Und die beiden Kriterien waren einmal, wer hat das meiste aus dem Leben rausgeholt und wer hat besonders viel Mut zu den Zeiten damals bewiesen. Mhm. Da war zum Beispiel die Amerikaner mit, ich glaube, Thomas Jefferson war da auch in der Top 10. Und Einstein war gerade Platz 10 und da gab es einen Mann, der ragte heraus, und das war Leonardo. Zum einen, weil er ein unfassbar neugieriger Geist war, und zum anderen, weil er keine besten Voraussetzungen hat. Mhm. Das ist, wenn da draußen manch einer zuschaut und sagt, hey, meine Geschichte begann nicht so rosig, dann hast du dennoch den Einfluss auf das, was in deinem Leben ab jetzt vorwärts passiert. Und das ist das, was Leonardo herausragend beherrschte. Ein Mann, der so vielseitig, gefühlt 300, 400 Jahre vor seiner Zeit geboren wurde und trotzdem gesagt hat, jetzt bin ich da, dann mache ich das Beste draus. Und heutzutage haben wir so viele Möglichkeiten und die meisten Menschen nutzen diese Chancen heute nicht. Ich sage immer, wir leben in der besten Zeit aller Zeiten. Und wer heute nicht erfolgreich ist, der kann es niemand ankreiden. Mhm. Wie Oscar Wilde sagte, wer nur im Rahmen seiner Möglichkeiten lebt, leidet unter einem Mangel an Fantasie. Und das heißt, alles ist Kreativität. Der ganze Raum hier, die schöne Location, das Boot da im Hintergrund. Und im Grunde genommen, wenn wir verstehen, dass alles mit einer einzigen Idee entsteht, wird das recht schnell zu begreifen, dass wir kein Geld oder keine Beziehung uns meistens fehlen oder Kapital oder andere Ressourcen, sondern nur eine einzige Idee. Ja. Und wenn du die eine Idee hast, dann gibt es starke Partner wie Digistore, die dich dabei unterstützen, deine Idee einen äußeren Rahmen zu geben. Das hast du sehr schön gesagt. Jetzt wollte ich eigentlich auf dein Business hinleiten, ganz geschickt, aber jetzt hast du schon wieder sehr geschickt auf Digistore hingeleitet. Sei es drum. Ich nehme auch mit aus Da Vinci: Mut, Offenheit, Wissensdurst und quasi anpacken, umsetzen. Ich denke, wenn du so viele Dinge nicht nur einfach, wenn dich nicht nur so viele Dinge interessieren, sondern du halt auch so viel ausprobiert hast, ist das, glaube ich, was man als Online-Unternehmer beherzigen sollte. Oh ja, oh ja. Kannst du vielleicht sagen, also ich steige ja nicht umsonst mit diesen Persönlichkeiten ein, kannst du vielleicht sagen, was für eine Rolle diese Menschen für dein eigenes Business spielen? Also was haben sie für eine Rolle in dem, was du tust? Ich glaube, wenn wir diese Dinge lernen, die Schule uns nicht beibringt, weil in der Schule lernst du ja Mathe und Algebra, du hast allerdings keine Ahnung, wie du mit Geld umgehst. Ja. Du lernst Chemie, vielleicht Biologie, du weißt aber nicht, wie du diesen Körper langfristig voller Energie und Leistungskraft entsprechend, was gibst du ihm, was streichst du? Wir lernen Deutsch, Englisch, Französisch, allerdings nicht, wie man wertschätzend mit Menschen kommuniziert. Und ich glaube, ich kann es nur wiederholen, wenn ein Mensch heute nach der Schule endlich diesen Haken macht oder nach dem Studium, das ist das, was ich auch gedacht habe, bis ich gemerkt habe, nach dem Consulting-Job, nach meinem Studium, nach meiner langen Ausbildung, es reicht nicht, um im Leben langfristig voranzukommen. Das ist so das Learning meines Lebens, das heißt lebenslange Weiterbildung. Und wenn du die Großmeister dir anschaust, weil es gibt viele kluge Menschen unserer Zeit, und ich habe gesagt, warum denn nur mit den jetzigen arbeiten, wenn es schon nachgewiesene große Persönlichkeiten aus der Vergangenheit gab? Und dann dachte ich, lern doch von denen genauso. Also ich lerne auch von der heutigen
Expertise großer Meister. Also ich habe bestimmt 500, 600, 700 Seminare weltweit, über 3400 Bücher mittlerweile gelesen. Und ich sage, wenn du heute die Chance hast zum Lernen und du tust es nicht, dann magst du den Mangel, der aktuell vielleicht im Leben da ist. Egal in welchem Lebensbereich. Ja. Und die meisten sind nicht bereit, allerdings die Verantwortung zu übernehmen, den vollen Preis zu zahlen, wollen aber die äußeren Ergebnisse. Und das ist der Grund, warum es Drogen gibt, warum es Anabolika gibt, weil die meisten wollen sofort Muskeln. Das ist der Grund, warum Menschen Lotto spielen, weil die sagen, ich will sofort das Geld. Und wenn sie nicht bereit sind, den Preis zu zahlen, sondern immer nur das Endergebnis wollen, dann werden sie ihr Leben lang nur nach diesem Schalter suchen, in der Hoffnung, wenn ich das jetzt finde, lege ich den Schalter um und dann fängt mein Leben an. Ja, jetzt ist es ja so, dass du schon eine ganze Weile in diesem Coaching-Business unterwegs bist. Mhm. Und vielleicht kannst du uns aber sagen, man kommt ja nicht auf die Welt und denkt sich, ich werde Coach und mache andere Leute besser, sondern oder andere Menschen besser, in was für einem Feld auch immer, sondern du musst ja erstmal selbst auf ein gewisses Level gekommen sein, gewisse Erfahrungen gemacht haben, um dann zu sagen, ich kann jemandem was beibringen. Oh ja. Was waren das für Erfahrungen bei dir? Coach wirst du nicht geboren, mit Sicherheit nicht. Gleichzeitig gibt es zwei Möglichkeiten, wie ein Mensch sich bewusst entwickeln kann. Das eine ist, wenn der Geist sich öffnet, das heißt, du ziehst dir ganz viele Bücher, Seminare, tolle Menschen rein, von denen du lernst. Oder wenn das Herz gebrochen wird, wenn du wirklich so sehr leidest, dass du sagst, dieser Partner nie wieder. Dieser Job keinen Tag länger, ich kann es nicht mehr. Und dann gehen die Menschen in die Veränderung. Und bei mir gab es von beidem etwas. Also bevor ich bei Gedankentanken eingestiegen bin, hatte ich zwei Jobs. Und die waren sehr frustrierend aus meiner Sicht damals. Und dann kam ich zu Gedankentanken, zu Stefan Friedrich. Liebe Grüße. Und Stefan war mein coolster Chef. Und Stefan hatte auch diese Gabe gehabt, sich in Menschen hineinzufühlen. Und er hat auch genau gespürt, wie dieser Maxim drauf ist, wie er tickt. Und ich war auch... Also ich glaube, seit Gedankentanken existiert, war ich der Einzige, der die ganze Zeit dauerhaft Homeoffice hatte. Okay. Ich musste nie ins Büro. Der hat mir tatsächlich alle Freiheiten gegeben und ich habe dann mit dreifacher Leistung zurückgedankt. Und das heißt, ich habe da die Akademie geleitet, war Hochschuldozent, habe diesen Trainer-Speaker-Lehrgang, den heute alle kennen, den 2 Jahre lang durchgeführt als Studienleiter. Ich weiß, beim ersten Lehrgang hatten wir 36 Tage. Davon habe ich, glaube ich, 18 oder 20 Leute ausgebildet, Trainer. Obwohl der Stoff von mir war privat vorher mein Leben lang angetrainiert, nicht von Gedankentanken, weil Stefan Friedrich mir so blind vertraut hat. Und wenn du coole Persönlichkeiten um dich herum hast zum einen und gleichzeitig diesen Frust, diesen Schmerz gehst, dann ist es eine große Synergie, die die Menschen zur Entfaltung bringt. Und das war in meinem Fall noch schneller, ja. Du hast dich ja sehr bewusst dazu entschieden, diesen Weg zu gehen, aufgrund deiner Erfahrung, aufgrund dessen, was du gelernt hast. Wie ist es denn, es kam ja irgendwann wahrscheinlich der Moment, in dem das Ganze nicht mehr nur ein Traum, eine schöne Wunschvorstellung, eine Vision war, sondern in dem ja, der erste Kunde vor der Tür stand und sagte, hey, du bist cool, von dir kann ich was lernen, lass uns starten. Okay. Gibt's da... Kannst du die Geschichte vielleicht nochmal erzählen? Weil ich glaube, das ist spannend für. Mit Sicherheit, ja, klar. Also ich habe ja erzählt, ich hatte meine ersten Frustjobs und beide gingen, weiß ich noch heute. Ich glaube, wir haben keine Zeichen. Und bei beiden bin ich gefeuert worden. Beim ersten, weil eine Kollegin mich nicht mochte und die Chefin mochte die Kollegin. Und sie war schon 20 Jahre da, ich 2 Monate, 3 Monate und dann war die Konsequenz entsprechend, Herr Mankiewicz, es tut uns leid. Und ich war damals ja schon gefrustet, nur ich hätte halt wahrscheinlich nie den Mut gehabt zu sagen, so cut, weil ich habe aus meiner Kindheit bis zum 12. Lebensjahr diese Glaubenssätze von Armut, von Sicherheit, von Festhalten und Klappe halten und anpassen. Und das hat lange gedauert, bis ich diesen Maxim, der er heute ist, selbst gespürt habe, selbst entdeckt habe, weil ich lange Zeit gar nicht wusste, wer ich bin. Gleichzeitig glaube ich, dass wir auf die Erde kommen, um diese Reibereien zu haben, ne? Oben, unten, rechts, links, Mann, Frau, damit du dich hier zurechtfindest. Und das heißt, je weniger, ich habe heute bei Instagram diesen Post jetzt gerade im Zug gemacht, dass je mehr du den Menschen vergibst, denen du unbewusst vielleicht die Schuld gibst, egal ob es dein Chef ist, egal ob es dann irgendwelche Vergangenheitsgeschichten sind, umso leichter gehst du den nächsten Weg. Weil das Universum wird dir so lange die gleiche Aufgabe auf die Matte legen, bis wir die Aufgaben lösen. Und in meinem Fall war das so, dass ich lernen durfte, niemand die Schuld zu geben, sondern zu begreifen, alles ist Geschenk. Und in meinem Business ist es dann so gestartet, dass ich in 2 Consulting-Jobs unglücklich war, bei beiden gefeuert worden bin, beim zweiten mit der Begründung, es tut uns leid, Maxim, es ist in 20 Jahren nie passiert. Aber es ist Umsatz eingebrochen und es fehlen 200.000 und du musst als Erster gehen, weil du als Letzter gekommen bist. Aber du kriegst ein super Zeugnis von uns. Das war so der Satz von meinem Chef. Und bei beiden Jobs war das 2 Monate und 20 Tage auf den Tag. Ich habe das später mal gezählt.
Und ich dachte, das ist doch crazy. Heute bin ich darüber sehr dankbar, weil die Persönlichkeit oder der Mensch Maxim Mankiewicz, den man heute vielleicht kennt, ohne diese wundervollen Erlebnisse nicht gäbe. Und ich weiß, ich bin damals, du bist ja gefrustet. Also ich habe ja kein Jahr gearbeitet, das heißt, du musst Hartz IV anmelden. Eltern habe ich nichts Unterstützung bekommen. Und dann war das vor 4, 5 Jahren, dass ich dann gedacht habe, okay, jetzt hast du zumindest, weißt du, worauf du keine Lust hast. Und dann, ich habe da fast nur geheult und gelernt, den ganzen Tag. Und da weiß ich noch, ich habe mir überlegt, du musst jetzt irgendwie rauskommen. Und da gab es Industrie- und Handelskammer, IHK. Und da weiß ich noch, bin ich mit einem Bike hingefahren, das ist so 1, 2 Kilometer von mir entfernt gewesen. Und auf der Hinfahrt habe ich von der Seite gesehen, da stand irgendwas drauf, Seminare, Training. Und dann nur unbewusst an der Ampel, ne? Einfach nur wahrgenommen. Und dachte, okay, ganz nett, aber ich habe jetzt Termin bei der IHK, komm, ihr schon zu spät. Bin immer so ein Last-Minute-Mensch und fahre dann dahin, Stunde IHK-Mensch, war halt so ein übergewichtiger Kerl, der nicht besonders viel Inspiration in seinem Leben erfahren hat und der hat mir die ganze Zeit nur meine Themen auf Papier aufgeschrieben, welche Seminare ich mir vorstellen könnte und dann hat er es nur zerrissen und nur schlecht gemacht und hat gesagt, was soll denn das sein, junger Mann, es tut mir leid, Sie werden pleite bleiben. Und ich so, oh, okay, weil er es nicht mal böse meinte, weil jedes Mal, wenn du Ratschläge von Eltern manchmal sogar bekommst, dann heißt das ja nicht, dass die Menschen böse sind, sondern ein Ratschlag in den Händen einer unbewussten Person ist pures Gift. Selbst meine Eltern heute, wenn ich gucke, was die essen oder wie die miteinander umgehen. Und das heißt, lerne auch von denen, die es wissen. Und zum Glück, ich glaube ja, dass du oft geführt wirst, bin ich auf den Rückweg in diesem, ne, die Fresse war unten und dann dachte ich, okay, was kannst du schon verlieren? Dann dachte ich jetzt, komm, steigst du mal aus und gehst mal hoch. Dritte Etage, werde nie vergessen, waren da 2 Gentlemen, einer am PC, so, hallo. Und er hat komplett ignoriert. Der andere war zum Glück ein Gelber, also ein Fröhlicher. Und er hat die ganze Zeit mit mir 3/4 Stunde, ich habe eine Frage gestellt. Und er hat aus dem Trainerleben so ein bisschen erzählt. Und dann sagt er zum Schluss, ja, du hast ja so ein bisschen internationalen Background. Vielleicht machst du eine Etage tiefer Fragen. Und das war also eine internationale Organisation für Bildung, Kultur und Partizipation. Mhm. Heute weiß ich, die gibt es in ganz Europa nur einmal. Und die war ausgerechnet dort. Und dann bin ich da runter. Eine chilenische Frau empfing mich, also das war die Chefin. Und ich Madrid, Andalusien, Spanien mitgenommen, dachte, perfekt, jetzt punktest du in Spanisch. Buenos dias, ja. Señora Morales. Und die sagte, ja, was wollen Sie? Ja, ich kann Seminare. Okay, was denn für welche? Zeitmanagement, Gedächtnistraining. Ah, okay, oh, Gedächtnistraining, das haben wir noch nicht. Ich trage sie mal ein. 2 Wochen später bin ich beim Hartz-IV-Amt, ziehe mir gerade ein Ticket, mein Handy klingelt und dann sagt sie, Herr Mankiewicz, haben Sie eine Sekunde Zeit? Ich dann, makabere Situation, ja, jetzt im Moment passt schon ganz okay. Und dann sagt sie, ein Dozent nächste Woche ist ausgefallen, das war gerade Donnerstag und Dienstag sollte es losgehen. Und dann sagt sie, Dienstag nächste Woche, hätten Sie Lust, Gedächtnistraining zu machen? Ich damals so, müsste ich erstmal in meinem Kalender zu Hause schauen. Und dann sag ich so, wie lange denn so? Sagt sie, ja, nicht so lange, 7, 8 Stunden. Ich in dem Moment, fuck, hast du überhaupt jemals 7, 8 Stunden Seminar gegeben? Ja. Dann habe ich gesagt, ich rufe sie in 2 Stunden zurück, bin dann nach Hause, habe meine ganzen Unterlagen, Notizen in die Luft geworfen, hast du überhaupt genug Stoff, bist du gut vorbereitet, muss sie in 2 Stunden wieder Bescheid geben. Und das Gefühl sagt aber, mach, tu es. Und dann habe ich es zugesagt tatsächlich und 4 Tage lang nicht geschlafen, kam dann mit dicken Augenringen dann dahin. Ich weiß noch wie heute, dass ich so ein Blatt Papier genommen habe, DIN A4 Querformat, und dann habe ich drauf geschrieben das Datum und dann habe ich geschrieben Beginn einer großen Trainerkarriere. Mhm. Und kam dann dahin. Der Tagessatz war 168 Euro, also ich glaube 21 Euro gab es pro Stunde. Wow. Oder 45 Minuten. Heute zahlten. Also wir haben Events mit Hunderten von Teilnehmern. Eine Karte kostet um die 200 heute, weißt du. Und da weiß ich noch, 9:15 und da komme ich rein, 9:10 sitzt genau ein Mann drin, Said Yeselkaya, der war so um die 50. Und dann sage ich nur, wo ist der Rest? Sagt er, welcher Rest? Ja. Und dann haben wir um 9 Uhr angefangen, da kam auch keiner mehr. Irgendwann 9:00 sieht er mein gefrustetes Gesicht, packt seine Thermoskanne aus, kippt ein und sagt, wenn Sie wollen, wir können uns einfach noch nett unterhalten. Genau. Und das war der Beginn von Maxim Mankiewicz, erster Trainingstag. Und heute erzähle ich die Geschichte da vor 400, 500, 600, 700, 800 Menschen bei Events und muss mich manchmal selber zwicken, weil das ist noch gar nicht lange her. Jetzt gibt es ja eine ganze Reihe von Leuten, die vielleicht auch jetzt zusehen und sich überlegen, das könnte auch was für mich sein oder es muss was für mich sein, weil alles andere passt einfach nicht. Oder das Schicksal hat mir, das Universum sagt mir, ich habe auch 2, 3 Jobs verloren und irgendwie
hat das wahrscheinlich einen Grund. Jetzt hört man ja eine ganze Menge gute Ratschläge. Ich denke, auch von dir hören wir noch ein paar gute Ratschläge. Wir haben ja schon ein paar gehört. Aber was sind denn mal so richtig, richtig schlechte Ratschläge, die man überall in diesem Trainer-Coaching-Business hört, bei dem du sagen würdest, hört bloß nicht drauf? Was ich definitiv nicht empfehlen würde, ist diese Mentalität schnell und groß und reich und berühmt. Ich liebe Tony Robbins auf der einen Seite und gleichzeitig liebe ich den Eckhart Tolle. Und ich versuche, diesen Switch zu machen, weil auf der einen Seite du brauchst dieses Kraftvolle, dieses Energetische, das ist die Yang-Energie, die Maskuline, die Umsetzungsenergie. Gleichzeitig aber dieses Bewusstsein, dass egal was du tust, ist letztendlich eh unwichtig. Und das heißt, diese gesunde Balance zu tragen, nicht das eigene Ego die ganze Zeit, ich der Größte, und da gibt es ja genug Gentlemen, vor allem Männer haben das Ego-Thema, die dann sagen, so mehr Geld, mehr Status, mehr Reichtum, ich mach dich groß. Ich würde einfach sagen, viel, viel besser ist es, die Frage zu stellen, wer bist du? Und bevor ich überhaupt ein bisschen verstanden habe, wer ist Maxim Mankiewicz, was ist mein Thema, musste ich mich ja reiben und fand jedes Thema ja spannend. Nur wenn du wissen willst, wer du bist, dann sag auch nicht, ich bin auch kein Freund davon, viele sagen, spezialisier dich, sag, das ist dein Thema. Ich sag, wie soll ich mich spezialisieren, wenn ich überhaupt nicht weiß, wer ich bin? Mhm. Ich würde eher sagen, scheitere schnell gerade zu Beginn, nur erlaube dir bewusst zu scheitern und sag auch, das könnte ein spannendes Thema, das könnte ein spannendes Thema sein. Und dann findest du raus, wer du bist, durch dieses Reiben an unterschiedlichen Polen. Ja. Ich würde aber trotzdem die drei wichtigsten Punkte für einen erfolgreichen Trainer aus meiner Sicht reinpacken. Mhm. Die sind recht schnell. Punkt Nummer eins, habe Content. Und sehr viele Trainer sehe ich da draußen, die haben zwei Bücher gelesen, sind aber exzellent rhetorisch und dann wird die Klappe aufgerissen und die liefern es viel zu wenig aus meiner Sicht. Geht nicht. Punkt Nummer zwei, ich glaube, Menschen kommen zu dir, wenn sie spüren, dass du echt bist. Das heißt, ich sage Content, Kopf, Herz, ganz wichtig. Wenn du authentisch bist, dann kommen die Menschen, weil sie spüren, tust du es so oder lebst du es? Weil Erfahrung kannst du nicht lernen, Erfahrung kannst du nicht kaufen. Und Punkt Nummer drei, ganz wichtig, ich war bei dieser Dozent von dieser Organisation, wo ich erzählt habe. Mhm. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, ich verdiene so wenig. Und dann habe ich gemerkt, es nützt nichts, der Beste zu sein oder einer der Besseren, wenn keiner es weiß. Und dann durfte ich Social Media für mich entdecken. Und dann später auch Digistore. Okay, das heißt, das war ein Weg. Alles klar. Jetzt gibt es verschiedene Anknüpfungspunkte. Also Social Media und Digistore. Ich würde am liebsten gleich weiterreden. Ich muss noch eine Sache vorher fragen. Du sagst, man muss sich kennenlernen. Man muss dann quasi die Themen finden, in denen man sich wohlfühlt. Und in diesen Themen muss man stark sein. Was sind diese Themen bei dir? Ich meine, was sind die Dinge, die du tatsächlich an den Mann bringst, die du tatsächlich verkaufst? Ich sage immer, erfolgreiche sind für mich. Also ich habe mich wirklich bei den alten Babyloniern inspirieren lassen. Ich glaube, selbst in der Bibel steht das drin. Ich glaube nicht an den einen Erfolg, sondern ich glaube, Erfolg ist immer eine Facette. Es ist ein Puzzle von mindestens vier unterschiedlichen Lebensbereichen. Und das ist für mich, du brauchst einen fitten, gesunden Körper. Das heißt Bewegung, Ernährung, Erholung. Was gibt es da zu studieren? Was kann ein Mensch konkret tun, um mehr Lebensenergie zu bekommen? Wenn ich Fritten esse, dann gibt es da keine Lebensenergie. Da ist schon die gesamte Lebensenergie entzogen. Der zweite Lebensbereich ist entsprechend Beruf. Und dazu gehören zwei Dinge. Zum einen, wie findest du wirklich raus, was du liebst? Es nützt nichts, den faulen Kompromiss im Außen zu leben, wie so viele andere da draußen. Egal, ob jedes Jahr es bestätigt. Ne? Ich glaube, die neuesten Studien, 84% der meisten Menschen, ne? Entweder Hass auf den Job oder gefrustet. Gäbe es kein Geld, gäbe es keine Arbeitsplätze. Die würden die meisten nicht tun. Das heißt, Nummer eins, wie findest du, das ist ganz, ganz wichtig, was du wirklich liebst. Und Punkt Nummer zwei, wenn du schon gefunden hast, was du liebst, wie verdienst du damit auch überdurchschnittlich? Weil das ist ja Frust, wenn du liebst, was du tust und du merkst ständig irgendwie zwischen Hartz IV und Pleite. Lebensbereich Nummer drei, das ist Beziehung, also wirklich Schatzilein. Wie schaffst du es, eine Beziehung auf ein solides Fundament aufzubauen, gemeinsam zu wachsen? Nicht deinem Partner die ganze Zeit auf den Keks zu gehen, was er alles tun soll, sondern die volle Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig gemeinsam sich Stückchen für Stückchen entwickeln. Und ich glaube auch an die Liebe, ich glaube auch an die Möglichkeiten, dass zwei Menschen, wenn sie wirklich bereit sind, sich gegenseitig in den Arsch zu treten, aber liebevoll füreinander da sind, dann ist eine außergewöhnliche Beziehung möglich. Ja. Und Lebensbereich Nummer vier, ich nenne persönliches Glück. Das heißt, dazu gehört für mich Spiritualität, Verbundenheit, dass alles miteinander ist, aber auch das Bewusstsein, die volle Verantwortung, Zeitmanagement, Verantwortung, Persönlichkeit selber. Also das klassische Mindset, die Einstellung, mit der du durchs Leben gehst. Gibst du jemand die Schuld oder übernimmst du, egal wo du bist, die volle Verantwortung? Und wenn ein Mensch auf diesen vier unterschiedlichen Ebenen sein Leben solide aufbaut, dann hat er auch die Chance auf ein außergewöhnliches Leben. Weil einer, der Kohle verdient, aber es nicht mal schafft, im Safari-Urlaub mal aus dem Auto zu steigen, weil der Körper es nicht mitmacht, ist kein Erfolg.
Einer, der durchtrainiert ist wie eine Sau. Ich hatte ja so einen Manager im Coaching. Der Kerl wird in seinem Leben dieses Geld nicht mehr ausgeben können. Das geht nicht, nicht rational. Und Partnerin auch sagte, ja, wir lieben uns, ist alles gut. Allerdings dieser vierte Lebensbereich, das Bewusstsein, warum er hier ist, dass alles miteinander vernetzt ist, dass wir dienen und durchs Dienen wachsen, das war überhaupt nicht da. Die Augen waren glasig. Der hat im Jahr 2,6 Millionen verdient und da war nichts. Da war einfach nur so, Maxim, eigentlich bin ich total deprimiert, schon seit 6, 7 Jahren. Und dann habe ich verstanden, wie wichtig das ist. Ich sage immer, das Geheimnis vom Glück ist, das Besondere im Alltäglichen zu bemerken, also in diesen kleinen Dingen. Es wird nichts Besseres kommen. Ich verdiene jetzt auch mein Geld und ich habe jetzt mich jedes Jahr gesteigert und ich merke, das Finanzielle ist ja schon lange nicht mehr das, was einen reizt, sondern vor allem, wenn du das Gefühl hast, du hast einen Beitrag zum Leben anderer Menschen. Wenn ich manchmal da Monate, auch Jahre Mails kriege nach Events, Seminaren, wo Menschen wirklich schreiben, hey, das bewegt mich, es verändert mich. Wo ich Erfolgsstories von Menschen gezeigt bekomme nach den Seminaren, die bewusst nicht laut sind. Allerdings sehr auf den Punkt, sehr tief gehen, was in den Leben der Menschen passiert. Und dieses ist kannst du mit Geld nicht aufwiegen. Es ist so ein wundervolles Gefühl, unbewusst zu wissen, dass du ein bisschen an dem Leben eines Menschen veränderst. Also das ist, wenn er den Weg gegangen ist, minimal. Und dann weißt du nach 10, 15 Jahren, das ist eine ganz andere Persönlichkeit. Und dann nimmt dieser Mensch wieder Einfluss auf andere Menschen, das Umfeld. Und das ist wundervoll. Jetzt hast du ein paar schöne Punkte gesagt. Du hast nämlich gesagt, erstens, klar, bei dir ging es finanziell natürlich in den letzten Jahren auch aufwärts. Also ist ja so, wenn man so präsent ist und in ganz Europa quasi Events hat. Oder es geht meistens damit einher. Auf der anderen Seite hast du gesagt, du bist bei deinem ersten IHK-Seminar irgendwie mit 200 Euro oder nicht mal für 168, Tag, 168 Euro für den ganzen Tag rausgegangen. Also was ich noch spannend finde ist, wie ist das zustande gekommen? Ich meine, man kann ja, hast ja schon gesagt, es gibt diese armes Kind-Mentalität, also quasi diese Glaubenssätze, die man von seinen Eltern bekommt, die man halt überwinden muss. Sonst kommt man nie auch von den 168 auf mehr. Mhm. Was hat den Ausschlag dafür gegeben, trotzdem, dass du dich auch finanziell dann doch so stabilisieren konntest? Mit Sicherheit zwei Dinge, zwei Antworten. Nummer eins, Persönlichkeit, Maxim Mankiewicz, der da in seiner Kindheit in diesem Kellerwohnung mit den Ratten da Dinge gesehen hat und da aber wirklich machtlos war. Und ich glaube, ohne diese Erfahrung gäbe es heute keinen Maxim Mankiewicz. Mhm. Und das Zweite ist mit Sicherheit durch Gedanken tanken. Das war mit Sicherheit so ein Mindchange. Wenn du von wirklich erfolgreichen Persönlichkeiten, Experten, die Bestseller veröffentlicht haben, wirklich aus erster Hand lernen darfst, und du hast noch diesen inneren Drive, diesen inneren Hunger, dann geht's nicht. Also egal wie unintelligent ein Mensch sein mag, wie langsam seine Gehirnwellen sind, wenn du im Umfeld mit guten Menschen zusammenkommst, wirst du zwangsläufig gut oder besser. Wenn du mit 6 Idioten unterwegs bist, bist du der 7. Ja. Ist eine Frage von Zeit. Und ich glaube, Lernen hat mein gesamtes Leben verändert. Mhm. Vor allem Lernen. Hunger plus Lernen. Hunger plus Lernen. Von den richtigen Lernen. Kann ich mal eine Hypothese rausschicken? Ich glaube, es gab vielleicht noch einen dritten Punkt. Mhm. Ich denke, du hast es auch verstanden, du hast Social Media erwähnt, du hast Digistore kurz erwähnt, du hast es ja auch verstanden, diese Dinge für dich zu nutzen. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Marketing bzw. Social Media bzw. Digistore sind für mich Werkzeuge, um meine eigenen Werte, um denen gerecht zu werden, um langfristig zu performen. Und meine Werte sind vor allem drei: wachsen, ganz wichtig, also lernen, permanent, konstant lernen. Wenn ich länger Zeit nicht gelernt habe oder keine neuen Impulse reinbringe, dann werde ich echt doof für meine Mitmenschen. Mhm. Nummer zwei ist bei mir Freiheit, mein größter Wert mit Sicherheit. Also ich liebe absolute Freiheit. Ich mag nicht zu wissen, welcher Wochentag und jetzt muss ich aufstehen, gehe ich kaputt. Ich Samstag, Sonntag arbeite ich genauso liebend gern und dann Dienstag, Mittwoch nehme ich mir frei, wenn ich möchte. Arbeite da, wo ich möchte, mit Menschen, mit denen ich möchte. Und Punkt Nummer drei, erschaffen, Kreativität. Das ist das, wovon alle Großen gesprochen haben. Wenn du erschaffst, wenn du kreierst, dann hast du dieses natürliche Glücksgefühl. Johnny Depp zum Beispiel sagt, er hat noch nie eins seiner Filme zu Ende geschaut oder noch nie selbst geschaut, weil er sagt, ich war ja dabei. Das heißt, die Kreativen, die Großen, die sind alle in diesem Erschaffensprozess, an diesem Flow-Zustand interessiert. Die wenigsten wollen das Endergebnis. Wie dieses japanische Sprichwort sagt,
Willst du eine Stunde glücklich sein, dann mach ein Nickerchen. Willst du einen Tag lang glücklich sein, geh fischen. Willst du dein Leben lang glücklich sein, liebe deine Arbeit. Und Digistore ist das, was mir ermöglicht, meine Werte zu leben. Das heißt, lernen zu können, statt Rechnungen zu schreiben. Das heißt, frei sein zu können, statt jetzt vielleicht noch das nächste Seminar zu geben und auch gleichzeitig mehr Menschen zu erreichen. Ich bin ein großer Freund von Content, also Leute, die aus dem Tag bei mir rausgehen, die lernen wirklich was. Das ist mein Credo. Woanders gehst du hin, da hast du eine lustige Zeit, tankst energetisch vielleicht einmal yes, ganz laut. Wenn du zu Maxim Mankiewicz kommst, dann lernst du, dann verspreche ich, der Block ist voll, weil ich es nicht mag, wenn jemand meine Lebenszeit verschwendet. Und genau das Gleiche ist mein Anspruch an mich selbst, also ich Content dichte. Und das erlaubt mir, Digistore erlaubt mir, meine Werte zu leben, mehr Menschen zu erreichen. Die Menschen kriegen einen deutlich günstigeren Preis als ein Seminar zum Beispiel, was 2.000 oder 1.500 Euro kostet. Kriegen Sie da für 200, 300, 400 Euro bequem für zu Hause und können es lebenslänglich gucken. Jetzt ist es ja so, du hast diese Live-Veranstaltung, du hast aber auch diese Online-Coaching-Veranstaltung. Finde ich übrigens spannend, dieses 30-Tage-Programm, wo wirklich jeden Tag quasi man sich quasi eine Lektion anschaut und dann am Ende wirklich ein Gesamtergebnis hat. Aber es ist das ja natürlich trotzdem nicht wirklich Coaching in dem Sinne, wie du es vielleicht auch verstehst mit deinem kritischen Geist. Aber du machst es ja trotzdem mit einer gewissen Intention. Also du hast ja zwei verschiedene Produkte. Beides ist irgendwie, hat das Etikett Coaching drauf. Wie spielt das zusammen? Sehr, sehr gute Frage. Das Problem, was wir in Seminaren haben, egal wo du hingehst, wir haben immer dieses Gießkannen-Schlauch-Prinzip. Das heißt, da kommt der Mankiewicz und hat immer das Gefühl, genau, also ich bin so kritisch mit mir selber. Ich bin nie zufrieden nach dem Event, nie. Also wenn ich mal sage, so heute lief's gut, dann sage ich, ja, kratz an der 2. Okay. Und ich bin wirklich sehr bestrebt, in kurzer Zeit sehr viel reinzupacken. Also wir streichen permanent die Pausen. Ich verzichte weitgehend auf die Übungen. Nur die notwendigen ab und zu machen wir Brain Gym oder sowas. Ich habe keine Einheizer, ich habe keine laute Musik. Ich habe im Grunde genommen, ich verzichte auf viel, viel Schnickschnack im Außen, weil mir die Lebenszeit der Menschen viel zu kostbar ist. Meine Lebenszeit ist zu kostbar. Und gleichzeitig weiß ich, dass dadurch, dass ich mich permanent entwickle und weiter wachse, ne, mit 3.400 Büchern und 700 Seminaren weltweit, weiß ich ja, dass ich nicht immer das Gleiche erzählen möchte. Mhm. Gleichzeitig, wenn da einer kommt, der noch nie was davon gemacht hat, erstes Mal im Seminar ist, den er schlägt es ja. Klar. Und um diesen Spagat zu machen, haben wir gesagt, Online-Akademie, mehr Menschen erreichen, kleinerer Preis, lebenslanges Lernen und dann in 30 Tagen, ist es ja Gesetz, ne, vom Gedächtnis, Primacy, Recency-Effekt, das heißt, was du als erstes lernst, und was du als letztes lernst, wenn jetzt eine Pause ist, dann speichert das Gehirn deutlich besser ab. Mhm. Und deswegen sind Pausen gerade durch Online-Produkte so viel entspannter, so viel leichter, so viel und deutlich auch bequemer zum Lernen. Lernst, wann du willst, wo du willst, hast keine Anreisekosten, kein Hotel und nutzt die Vorteile der modernen Technologie, die wir heutzutage haben. Und es ermöglicht mir, meine Freiheit, meine Werte von Freiheit zu leben und gleichzeitig den Menschen zum kostengünstigeren Preis meistens langfristig besser umzusetzen. Das ist spannend, das ist echt spannend. Das sind ja auch so ein paar wirklich tolle Benefits, die man so auf eine, ich sag mal ganz, ganz profan, auf eine Salespage kleben könnte und sagen könnte, das ist der Vorteil meines Programms. Also du sagtest sehr toll Zeitersparnis, du sagtest sehr toll besseres Lernen, weil selbstbestimmtes Lernen, du sagtest sehr toll, dass das preislich halt auch meistens deutlich günstiger ist. Hast du vielleicht trotzdem einen Prozess, wie du mit den Kunden, die halt jetzt in deinem, in deinem Online-Programm sind, wie es mit denen weitergeht? Also wie läuft das? Wie baut das aufeinander auf? Oh ja. Also wir sind jetzt mitten im Aufbau. Wir haben mittlerweile 4, 5 Online-Produkte. Und mein Ziel ist es, eine Akademie aufzubauen, die ich so auf dem Markt nicht kenne. Also wirklich in der Form, wie ich sie mir in meinem Kopf vorstelle, nicht kenne. Und zwar sehr viel Content zu unterschiedlichen Lebensbereichen. Also jetzt letztens hatten wir Seminar Energiemaster, wo Teilnehmer sehr viel Geld dafür bezahlt haben. Und da ist alles zum Thema Bewegung, Ernährung, Erholung, alles, was ich mein Leben lang von den ganz, ganz Großen gelernt habe. Dann hatten wir Psychologie und Menschenkenntnis. Da ist zum Beispiel dabei auch Face Reading. Also das ist ja eine alte Wissenschaft von Aristoteles, von Da Vinci, was du an den Gesichtszügen alles wahrnehmen kannst. Da ist praktische Psychologie für den Alltag und nicht, was die Studenten oder Menschen 6, 7 Jahre lang an der Uni lernen, sondern wirklich praktisch anwendbares Wissen für den Alltag. Demnächst erscheint sehr wahrscheinlich Soul Master, also wirklich, warum sind wir hier, wie findest du raus, was
was du wirklich möchtest. Mit Sicherheit wird jetzt Geld und Business Master demnächst erscheinen. Und Da Vinci ist schon draußen. Wie liest du 1 bis 3 Bücher pro Tag? Beziehungsglück, Thema Beziehungs- und Partnerschaft ist schon draußen. Was haben wir noch? Master Coaching hattest du angesprochen. Also das heißt, mir ist es persönlich wichtig, diese 4 Lebensbereiche, und ich lebe die tagtäglich. Ich bin sehr, sehr kritisch mit mir selber. Und die Teilnehmer, die zu mir, also ich habe schon Erfolgsmaster-Menschen, die 5, 6 Mal hinkamen, weil die auch wissen, selbst wenn es eine Woche später ist, also ich habe jetzt eine Tour gehabt in Hamburg, München, Frankfurt, und da war einer, der war bei allen dreien dabei, und da kam zum Schluss an, war ein Schweizer, und sagt zu Maxim, das verstehe ich nicht, warum veränderst du die Titel nicht? Da meinte ich nur, wie meinst du das? Und da sagt er, ja, das waren jetzt in 2 Wochen 3 Städte, aber es war jedes Mal ein anderes Seminar. Ja. Und dann sage ich, ich will mir selbst zum einen nicht auf den Keks gehen und auch neue Dinge ausprobieren. Und ich glaube, wenn du Erfolg auf dieses solides Fundament, der Stuhl, auf dem wir sitzen, der hat 4 Beine, und so ist es auch mit dem Erfolg, wenn du ein Bein ansägst, wird es schwierig. Wenn du 2 Beine einbrechen, dann kippt die Persönlichkeit um. Und ich glaube, du brauchst 4 Lebensbereiche, und diesen 4 Lebensbereichen entstehen jetzt gerade spannende, wertvolle Kurse. In den nächsten 1, 2 Jahren wird noch einiges kommen. Das ist echt spannend. Die Köpfe der Genies-Akademie, die wird echt toll. Sie ist jetzt schon toll, nur wir sind noch am Wachsen und Lernen. Wow. Ja, das sieht man auch. Das sieht man auch daran, dass du ja in sehr kurzer Zeit ein ordentliches Wachstum auch bei Digistore hingelegt hast. Du bist ja wirklich erst seit ein paar Monaten bei uns. Februar. Im Endeffekt, ne? Ja. Genau. Ja, jetzt ist die Frage, ich sag mal, wickelst du sehr viel von dem davon mit Digistore ab, also wie du den Content quasi an die Menschen bringst, wie du Reichweite erzielst, wie du es Menschen ermöglichst, eben mit zu geringen Kosten und zum eigenen Tempo zu lernen. Was sind denn so die Top, ich sag mal, Funktionen, Features, Erleichterungen für dich als Geschäftsführer, die halt den Ausschlag geben für Digistore, vielleicht auch im Vergleich zu anderen? Es sind einige Punkte. Mit Sicherheit Thema Team. Also es gibt ja den Ringelmann-Effekt. Das war so ein französischer Agrarforscher, Maximilien Ringelmann. Und alles, was er gemacht hat, der hat mit Pferden und mit Tieren hat er entsprechend Felder bestellt, also ne, die vorher die Fugen ausgegraben. Und dann irgendwann hat er festgestellt, das ist der Effekt nach ihm benannt, je mehr Menschen an einem Seil ziehen oder je mehr Tiere, umso weniger zieht jeder Einzelne. Zum einen durch Koordination, weil der nicht gleichmäßig ziehen kann, aber zum anderen, weil jeder sich so ein bisschen auf den anderen verlässt. Und ich hatte auch schon ein größeres Team in meiner Karriere, und gleichzeitig habe ich festgestellt, so jeder schiebt es auf den anderen. Ja. Und deswegen habe ich mir auch von meinen Mentoren, deren Namen ich nicht erwähnen darf, weil sie sehr große, bekannte Persönlichkeiten da draußen sind, abgeschaut und habe geschaut, im Büro, im Office, da waren irgendwie 2, 3, 4 Menschen maximal. Ja. Ja. Bis ich verstanden habe, klar, der Ringelmann-Effekt, um bewusst Verantwortung zu übergehen. Das ist mein Team, jeder Einzelne hat seine Verantwortung. Und dann habe ich mir auch gleichzeitig die Frage gestellt, brauchen wir jemanden für Buchhaltung? Und das ist etwas, was ich heute immer noch nicht liebe. Und das heißt, ich spare mir konkret einen Menschen ein, der mich mit Buchhaltung beschäftigt. Und das ist gerade bei Digistore eins der schnellsten Dinge. Also einmal im Monat bin ich gefrustet, und das ist so einen halben Tag, weil ich dann 4, 5, 6 Stunden die ganzen Rechnungen und alles aus allen Richtungen zusammentacke. Und jedes Mal, wenn ich an Digistore, also an mein Gewerbe denke, ich bin ja freiberuflich als Trainer, Coach, dann denke ich immer so, ah, das ist das andere Konto, eine PDF drucken, eine Seite, fertig. Steuerberater, ja. Mach fertig. Und das ist total befreiend. Ja, super. Fällt dir noch mehr ein? Also das war jetzt ein wirklich sehr, sehr wichtiger Punkt. Was wir gerade dabei sind, ist unser Affiliate-Netz zu dehnen, zu erweitern. Das heißt, wir haben extra für unsere Affiliates ein attraktives, spannendes Programm gemacht, und zwar von 51%. Und das heißt, wenn jemand da draußen ist, der sagt, hey, coole Produkte, innovative Ideen, komprimiertes Wissen auf den Punkt, und er möchte von wertvollem Wissen nicht nur weitergeben, sondern auch sich selber vergrößern, dann kriegt er bei uns die 51%, den größeren Kuchenstück, weil wir daran glauben, dass gute Inhalte in die Welt gehören, und mir dieser Dienstleistungs-, also ich sage immer, Verdienen kommt vom Dienen. Und ich glaube, wenn Menschen die Produkte sehen, dann haben sie auch den Einfluss nicht nur auf ihr eigenes Leben, sondern können auch in anderen Leben, also wenn zum Beispiel jetzt eine Mutter ein Produkt schaut zum Thema Gesundheit, und dann setzt sie diese Punkte um, dann hat es ja Einfluss auf die Kids der Kids und so weiter. Also das heißt, wir starten smart, wir starten clean, und mit einem Affiliate-Netzwerk, glaube ich, können wir noch deutlich mehr Menschen erreichen. Das ist das, was Digistore
sehr, sehr stark anbietet, klar. Ja, super, super. Auch wenn das eine sehr kurze Zeit ist, seit Februar, gab es denn in der Zeit, in der du Digistore genutzt hast, du hast es schon erwähnt mit der Buchhaltung und dem auf Knopfdruck ein PDF raus und dann ist es erledigt, gab es denn noch einen weiteren Wow-Moment? Gab es einen weiteren Moment, wo du gesagt hast, verrückt, dass das möglich ist? Hätte ich das vorher gewusst oder hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell wächst? Gab es so einen Moment, wo du sagen würdest, wow, dass das mit Digistore geht? Automatisierung mit Sicherheit. Also, dass du da plötzlich dann nachts schlafen gehst, morgens aufwachst und dann siehst du so, okay, da sind ein paar mehr Zahlen als zuvor da drauf. Und das heißt, du kümmerst dich um nichts und du überlässt einem Partner, der wirklich Branchenstandard ist, einem stabilen und sicheren Partner, die Skills, die Fähigkeiten, wofür er wirklich, was er wirklich seit Jahren erfolgreich anwendet, mit anderen erfolgreichen großen Namen da draußen, großen Trainern, in meiner Szene auch. Also das heißt, du schläfst ruhig und gleichzeitig du verlässt dich auf einen konkreten Partner, der dir die Abwicklung übernimmt, der dir Umsätze bringt und gleichzeitig dein Wissen in die Welt bringt. Mhm. Und das ist mit Sicherheit nicht selbstverständlich. Wenn du jetzt Digistore24 einem befreundeten Coach, einem aus deinem Netzwerk, einem Partner empfehlen würdest, der es halt noch nicht nutzt und vielleicht auch noch gar keine Ahnung davon hat, was würdest du ihm denn sagen? Ich würde sehr wahrscheinlich diesen Menschen bitten, einen tiefen Atemzug zu nehmen und dann sagen, ist dir eigentlich bewusst, dass dieser eine Atemzug nicht ein einziges Mal in deinem Leben wiederkommt? Und den konntest du dein ganzes Leben lang nur ein einziges Mal zu dir nehmen. Und das heißt, jede einzelne Sekunde deines Lebens kannst du nur ein einziges Mal tauschen. Und je nachdem, was ein Mensch zuvor an Erfahrungen im Laufe seines Lebens gemacht hat, sagt er sich vielleicht, ich schreibe aber lieber jede Rechnung selbst, weil dann spare ich mir die 4-5% Gebühren. Aber gleichzeitig kriegt er nicht die gleiche Sekunde des Lebens wieder geschenkt. Das heißt, Geld kannst du gewinnen und verlieren. Und wenn du aus deiner Lebenszeit, und da gibt es ja dieses Buch Happy Money, das, was uns langfristig wirklich glücklich macht, ist, wenn wir Geld nehmen und daraus Erlebnisse schaffen. Tolle Safari-Tour, wenn ich mag nicht kochen, dann suche ich mir jemanden, der für mich kocht oder putzt oder wäscht oder ich spende und sorge dafür, dass anderen Menschen besser geht. Das heißt, nutze das Geld, damit du mehr Erlebnisse im Leben hast und nicht nur Ergebnisse. Und das ist das, was Digistore aus meiner heutigen Sicht, das ist der größte Gamechanger überhaupt. Hab Erlebnisse im Leben und tausch nicht deine Zeit gegen Geld, indem du versuchst, Rechnungen manuell zu schreiben. Also raus aus dem Mangeldenken, sondern hin zu Skalierbarkeit, hin zu den Tätigkeiten, wofür du angetreten bist, wofür du geboren worden bist. Und such dir da zuverlässige, starke Partner, die es seit Jahren nachgewiesen haben, dass sie es können. Und fokussiere dich auf deine Kernthemen. Und das Digistore ein Ansprechpartner, der jenseits aller Standards ist. Ganz tolles Ende. Ganz tolles Ende. Ja, danke. Ich freue mich natürlich über das Lob. Es ist schön, dass du da gewesen bist. Es ist schön, dass du uns so viele Einsichten gegeben hast in das, was du tust. Man hat gemerkt, dass du da verstehst, was du tust und dass du es gefunden hast. Es ist schön zu wissen, dass Menschen wie du durch Digistore halt noch mehr Menschen erreichen. Das ist ein tolles Kompliment und es ist auch schön zu sehen, dass es, ich sage nicht so einfach gehen kann, aber dass es, wenn man die richtigen Erfahrungen macht, sie erkennt und daraus halt handelt, und zwar positiv, so wie du es getan hast, dass so ein Coaching-Business, so ein Trainer, so ein Berater-Business, ist ja sehr nah verwandt, mit Digistore eigentlich sehr, sehr verhältnismäßig leicht realisierbar ist. Man muss es nur zulassen, offen genug sein und dann wie Da Vinci mutig sein, es umzusetzen. Danke, Maxim. Sehr, sehr gerne. Stichwort Da Vinci, sind auch Geschenke bei euch erlaubt? Es gibt einen vierteiligen Videokurs, der hat einen Wert von 97 Euro und falls manch einer sich das anschauen mag, kostet nichts. Wie gesagt, 4 kurze E-Mails, 4 unterschiedliche Lebensbereiche, wie bekommst du mehr Energie, was ist das Geheimnis charismatischer Menschen, wie schaffst du es besser, mit anderen Menschen zu kommunizieren und findest das, was dich wirklich beruflich antreibt und wie funktioniert Erfolg ganzheitlich, bekommt man unter maximankewitsch.com/geschenk. That's it. Das ist super und nochmal danke, dass du da warst.